Kennst du den Spruch, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende? Dieser Spruch hat mich lange Jahre getröstet. Da habe ich so gedacht, okay, da muss ich halt noch ein bisschen warten, da muss ich geduldig sein und naja, es ist ja auch offensichtlich, dass es noch nicht gut ist. Und heute sehe ich das komplett anders und das möchte ich dir kurz erklären. Und falls es dich interessiert, wer ich bin, wer will dir das erklären? Ich bin die Paragraphen Silvia, eine ganzheitliche, lösungsorientierte Familienanwältin der neuen Zeit. Das heißt, ich arbeite mit den Menschen daran, dass sie verantwortungsvoll ihre Beziehungen selber gestalten und sich nicht als Opfer der Umstände von außen betrachten, sondern ja, eben tun, was sie können. Und als solche habe ich tatsächlich früher gesagt, ja, man muss auch mal ein bisschen geduldig sein und man kann ja nicht immer alles selber in die Hand nehmen und, und. Nun ist es aber so, dass ich im Laufe der Zeit immer mehr Menschen begleiten durfte, die aus einem Burnout wieder auferstanden sind, weil sie, ich fasse das mal kurz zusammen, quasi zu lange gewartet haben. Und was ich dir jetzt erklären möchte, ist meine neue Haltung, denn ich glaube, es geht um Haltung. Es wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Das ist eine Haltung. Das heißt, ich habe eine Hoffnung und da bleibt mal offen, ob ich was dafür tue oder nicht. Auf jeden Fall denke ich mit Sicherheit, dass es jetzt noch nicht gut ist. Und ich arbeite mit Menschen, die ganz viel Kraft brauchen, um ihre Situation neu zu regeln. Und die Frage ist, wo kommt diese Kraft her? Und Energie, wo kommt die her? In meinen Augen kann die nur, wenn ich nicht auf äußere Hilfsmittel zurückgreife, kann die nur aus der Haltung kommen. Wenn ich also die Haltung habe, naja, da muss ich halt noch was warten, das wird schon. Dann fließt mir daraus null Energie zu. Ich habe inzwischen meine Denkweise dergestalt geändert und ich habe ein paar Sachen erlebt, die mich, die rote Lampe gezeigt haben und mir gezeigt haben, diese Haltung, es wird schon alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann dauert es halt noch was, dass diese Haltung mir nicht hilft, sondern dass ich dann bald gar nicht mehr bin. Und nochmal zurück. Was denke ich heute? Heute denke ich, es ist gut, so wie es ist, denn ich habe das mit verursacht. Ich übernehme die komplette Verantwortung für das, was jetzt ist. Ob ich das bewusst oder unbewusst mit verursacht habe, das mag jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber ich war dabei. Und wenn ich nicht, solange ich nicht, die Verantwortung für das, was jetzt ist, übernehme, solange bleibe ich ein Opfer. Und ich möchte kein Opfer mehr sein, beziehungsweise wollte ich nicht, sondern ich wollte zur Schöpferin werden. Und die Schöpferin übernimmt die Verantwortung für das, was jetzt ist. Dann kann ich natürlich sagen, und das ist richtig scheiße. Ich kann aber auch bei allem, was ist, mir immer das raussuchen und es gibt immer etwas, was gut ist. Und dann kann ich fragen, und was geht jetzt noch besser? Und was kann ich dafür tun? Und das ist die Haltung, mit der ich jetzt durchs Leben gehe, und zwar richtig freudvoll Richtung Freiheit, Fülle, Frieden. Ja? Und ich warte nicht mehr. Ich gucke mir an, was ist, genieße das, was mir gefällt, und dann frage ich,
und was geht jetzt noch besser? Und mit dieser Haltung mache ich nicht nur mich, sondern auch meine Mandanten glücklich. Und wenn du sagst, das ist ja schräg, als Anwältin, da muss man doch Recht haben und da muss man doch kämpfen und man muss doch sein Recht durchsetzen. Kann man so machen, aber muss man nicht alleine nur so machen. Denn es kommt darauf an, das, was ich tue im Außen, wird geboren aus einer Haltung. Und wenn ich die Haltung habe, es ist gut, und was kann jetzt noch besser werden? Dann habe ich eine Haltung, mit der ich aus der Fülle und aus dem Frieden starte. Ich starte nicht aus dem Mangel. Ich denke nicht im Mangel, sondern ich denke, ja, es ist gut. Was geht jetzt noch besser? Ich beschäftige mich übrigens auch nur mit dem, was mir gefällt. Ich beschäftige mich nicht mehr mit Sachen, die mir nicht gefallen. Wo ich die Aufmerksamkeit hingebe, da wird es mehr. Das sollte jetzt nicht so eine Predigt werden, aber hat sich so entwickelt. Und wenn es dir gefällt, wenn es dir ins Mark vielleicht geht und du sagst, Alter, die hat recht, das fühle ich genauso, dann lass mir gerne deinen Kommentar da, weil ich werde jetzt 64 und ich bin seit 35 Jahren Rechtsanwältin und erst seit ich fast gestorben bin auf dem OP-Tisch und seit ich begriffen habe, nach welchen Lebensgesetzen eigentlich das ganze System hier funktioniert, erst seitdem kann ich die juristischen Paragraphen auch mit der richtigen Haltung anwenden. Denn habe ich keine Haltung bei der Anwendung der Paragraphen, dann gehe ich über Leichen und dann entspreche ich dem Bild, das die Menschen draußen oder viele Menschen draußen von Anwälten haben. Nämlich, ich will es ja gar nicht wiederholen. Es ist einfach so, ach, du bist Anwältin, hoffentlich brauche ich dich nie, wenn ich irgendwo sage, was ich für einen Beruf habe. Lustig, ne? Tja, dann sage ich dann selber schuld. Wenn du meinst, du brauchst mich nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich so sehr auf deine Kommentare oder auf deinen Kommentar und sag's gern weiter. Es gibt auch Anwälte, die ihren Beruf mit einer anderen Haltung ausüben, nämlich mit der, alles ist gut und was geht jetzt noch besser? Ich muss keinem zeigen, wo der Hammer hängt. Der weiß selber, wo sein Hammer ist, wo sein Hämmerchen ist. Hab noch einen schönen Tag. Die Paragraphen-Sylvia, die ganzheitlich lösungsorientierte Anwältin der neuen Zeit.